Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Stadtgesprächs hier bei Regio TV. Wir tauchen heute ein in die Welt des Motorsports. Ich bin zu Gast an der Uni Stuttgart, um genauer zu sein beim Rennteam der Uni Stuttgart. Und das nimmt teil am weltweiten Hochschulwettbewerb der Formula Student. Und ich darf nun begrüßen Robin Brudlik, den ersten Hallo. Vorsitzenden des Rennteams. Robin, grüß dich. Hi. Robin, Formula Student, für viele Zuschauer vielleicht was Unbekanntes. Wenn du es vielleicht mal ganz kurz skizzieren könntest, was ist denn die Aufgabenstellung für euch als Studenten? Genau, also Formula Student ist ein internationaler Konstruktionswettbewerb, bei dem Universitäten auf der ganzen Welt eben das Ziel haben, während eines Jahres einen Rennwagen zu konzipieren, zu bauen und dann im Anschluss auf Wettbewerben gegeneinander anzutreten. Zu bauen, sagst du? Das heißt also wirklich von null auf so ein Rennauto selbst aufbauen? Genau, also es fängt wirklich an mit der Idee im Kopf, über die Konstruktion am Computer, über die Fertigung über Sponsoren, aber auch bei einfacheren Teilen machen wir die auch selber, bis hin zum Zusammenbau wirklich hier bei uns an der Uni in diesen Räumlichkeiten. Aber es geht ja nicht nur um Bau, sondern ihr solltet wirklich so ein komplettes Rennteam auch simulieren. Das heißt also auch über das ganze Marketing und so. Wie schwierig ist das für einen Studenten, da als auch an große Firmen, wenn ich hier so drauf schaue, Mercedes, Porsche, große Firmen, die Sponsoren sind, wie schwer ist es, an die ranzukommen auch? Es kommt drauf an. Also wenn man an die richtigen Leute kommt, ist es relativ einfach. Die motorsportbegeisternden Menschen, die kriegt man da relativ gut. Aber es ist schon viel rumtelefonieren, schon viel E-Mails schreiben und die Leute davon überzeugen, dass man tatsächlich was macht, was einen Studenten auch voranbringt und was dann auch vielleicht Nutzen für die Firma im späteren Zeitverlauf bringen könnte. Wie viel Zeit steckt ihr da so rein, wenn man das mal definieren kann? Also bei uns im Team ist es im Gegensatz zu anderen Universitäten und Hochschulen so, dass wir wirklich ein komplettes Jahr vom Studium aus Zeit nehmen. Also wir kriegen das dann auch bescheinigt. Ist ein Urlaubssemester quasi? Genau, also wir nehmen zwei Urlaubssemester, weil die Saison wirklich über ein ganzes Jahr geht. Und in diesem Zeitraum arbeiten wir hier Vollzeit. Und das kann man sich jetzt nicht wie Vollzeit vorstellen im Berufsleben mit 35 Stunden, sondern Vollzeit heißt bei uns wirklich um die 90 Stunden. Also das ist so, im Schnitt arbeiten wir hier 90 Stunden. Es gibt keine Feiertage, es gibt kein Wochenende, wird hier wirklich jeden Tag dran gearbeitet, damit man auch wirklich das beste Ergebnis dann auch im Endeffekt rausholen kann. Jetzt habe ich mir mal euer Team so angeschaut. Also auf der Homepage sind es, glaube ich, noch 41. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, ihr seid mittlerweile 44 Leute, die hier mitarbeiten. Genau. Kommen die alle aus verschiedenen Studienrichtungen oder wie setzt sich dann das Team auch zusammen? Genau, also natürlich gibt es da die klassischen Studienrichtungen wie Maschinenbau und Fahrzeugmotorentechnik, die dann an so einem Projekt teilnehmen, aber wir brauchen eigentlich Studenten aus allen Fachrichtungen. Also wir haben Elektrotechniker, wir haben Leute aus der BWL, aus der technischen BWL, aber auch von ganz woanders her. Wir haben sogar eine Studentin aus Hohenheim, die dort Wirtschaft studiert. Aber auch zum Beispiel einen Architekten, der für uns die Mediengestaltung macht, Poster, Logos. Im Endeffekt, wie schon gerade eben angesprochen, sind wir eine Art kleine Firma. Mhm. Wir brauchen eigentlich jeden, den es interessiert. Und wenn man nur eigentlich Lust hat, sich ein bisschen besser auszukennen oder mal ein bisschen mehr über Motorsport zu erfahren, dann ist man hier auf jeden Fall richtig. Aber es ist ja trotzdem ein ziemlicher Aufwand, wenn du sagst, ihr nimmst ein Jahr Auszeit quasi von der Uni, ihr werdet ein Jahr später fertig mit dem Studium, ihr seid hier 7 Tage die Woche, nicht nur von 8 Uhr bis 16 Uhr, sondern vielleicht auch noch darüber hinaus. Was ist denn der Ansporn für euch, das auch zu machen? Also bei mir persönlich war es ganz klar einfach die Leidenschaft zum Motorsport. Ich hatte einfach richtig Lust, da mal, gerade weil es an der Universität sehr theoretisch ist, hier an der Uni Stuttgart, auch wirklich was Praktisches zu machen und dort auch viel mitzunehmen. Und ich habe wirklich sehr, sehr viel lernen können hier, was im Studium alles schon angesprochen wurde, was man schon gelernt hat, aber das Ganze dann auch wirklich in die Praxis umzusetzen und das schon während dem Studium ist, glaube ich, eine einmalige Chance, die man eigentlich nur in so einem Projekt dann auch verwirklichen kann. Wie reagieren die Firmen dann auf euch so? Ist es auch so eine Art vielleicht Jobbörse, dass man dort mal auch die richtigen Ansprechpartner vielleicht auch gleich mal kennenlernt, wo man später vielleicht auch mal sagt, ich klopfe mal an die Tür, ihr wisst ja, ich bin ein guter Mann im Maschinenbau oder sonst was? Ja, tatsächlich ist es für die Firmen auch immer sehr attraktiv, gerade Studenten zu werben, die bei so einem Projekt teilgenommen haben. Die Firmen wissen, wie viel Zeit man da reinsteckt. Die Firmen wissen auch, wie professionell man eigentlich arbeitet, da wir ja wirklich in einer engen Zusammenarbeit mit den Firmen arbeiten. Und deshalb hat man da schon ganz gute Kontakte. Auch dadurch, dass man meistens durch die ganzen Sponsorings und etc. auch an die HR-Leute rankommt und dann ist man eigentlich schon an den richtigen dran. Sozusagen. Robin, sollen wir natürlich auch gleich noch ein bisschen was über das Auto erfahren? Du hast gesagt, ihr habt noch so einen Gesamtverantwortlichen für das Fahrzeug. Mit dem sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause und da werden Sie noch ein paar bemerkenswerte Details zu diesem Wagen hier kennenlernen.
Herzlich willkommen zurück zum Stadtgespräch und ich hatte es schon angekündigt, jetzt wollen wir natürlich auch ein bisschen was über dieses Auto erfahren und deswegen ist Christian Lichtenberg bei mir, er ist der technische Leiter des Rennteams hier an der Uni. Christian, grüß dich. Hallo. Chris, wir haben es gesagt, es ist das Vormodell, also F07112. Der neue wird ähnlich aussehen, wird aber wahrscheinlich ein bisschen modifiziert sein. Wenn du vielleicht mal sagst, was so die Besonderheiten an diesen Autos sind. Ja, also ich kann erst mal sagen, was wir hier vor uns stehen haben. Also wir haben hier das 12. Fahrzeug unserer Geschichte. Zum Beispiel ein Highlight wäre dieses 3-4-Dämpfer-System, das uns hilft, eben die Rolle von der Hubbewegung zu entkoppeln. Aber das ist wahrscheinlich schon viel zu speziell. Wenn man das ganze Fahrzeug anschaut, haben wir hier ein Fahrzeug mit 4 Zylindern, 86 PS. Klingt jetzt in erster Linie wenig, aber alles in allem haben wir ein Fahrzeuggewicht von 190 Kilo. Das heißt, wenn das Fahrzeug beschleunigt, hier in 3,2 Sekunden von 0 auf 100. Okay, und wenn du so Gewicht auch ansprichst, das heißt, es ist wahrscheinlich sehr wichtig, das Gewicht mit 190 Kilogramm. Das heißt, jedes Gramm zählt schon oder wie versucht ihr das dann noch leichter zu bekommen? Genau, also man sieht es an jedem Teil, also jedes Teil ist wirklich ausgiebig simuliert. Wir versuchen wirklich die richtigen Materialien für alles zu verwenden. Ein gutes Beispiel hier zum Beispiel sind unsere Radschrauben. Wir haben an jeder Radschraube sparen wir jedes Gramm. Wir haben hier Bohrungen drin, wir haben die Radschrauben aus Titan gefertigt, um eben jedes Gramm sparen zu können, was überhaupt nur möglich ist. Also es geht hier nicht nur darum, Kilos zu sparen, sondern man versucht wirklich das letzte Gramm herauszuholen. Wie geht man jetzt ran, Christian, wenn man so ein neues Auto entwirft? Also ihr nehmt dann das vielleicht als Vorgängermodell, die Erfahrungen damit raus. Beginnt das Ganze dann so mit einer Computersimulation, dass man es erstmal so am Computer ein bisschen entwirft? Oder nimmt man da schon die Erkenntnisse der Vorjahre und sagt, nee, ich weiß schon, wie ich so Chassis oder Monocoque und so auch bauen muss? Ja, also die ganze Erfahrung nimmt man natürlich mit. Man nimmt dann das Vorjahresfahrzeug als Basismodell, simuliert dann, was könnte ich denn besser machen, wie könnte ich meine Rundenzeit verbessern und letztendlich beginnt man dann auf einem weißen Blatt Papier. Man versucht Sachen zu verändern, man baut das Fahrzeug zuerst im Computer, simuliert jedes Teil auf seine Festigkeit, ob es dann nachher auch hält. Die Aerodynamik wird in der Strömungssimulation dann eben auch getestet. Aber geht ihr dann auch mal so in den Strömungskanal, in so einen Windkanal und testet es dann auch nochmal unter reellen Bedingungen danach, wenn es fertig ist? Wir hatten die Möglichkeit, vor 2 Jahren in den Windkanal hier am Institut zu gehen, gleich nebenan. Das geht leider aktuell nicht mehr, da dieser 2 Jahre lang durchgehend ausgebucht ist. Wir versuchen mittlerweile selber Messmethoden zu entwickeln, wie auch in der Formel 1 mit diesen Farben, die man auf den Flügeln sieht, unser System zu validieren und zu schauen, ob auch alles tatsächlich so funktioniert wie in der Simulation. Wie ist es dann beim Rennen selbst? Ihr nehmt ja dann ausgewählten Rennen auch teil. Ist dann auch so ein richtiges Team dabei, das sich wie bei der Formel 1 so um Reifenwechsel oder sonst alles kümmert oder dann auch ums Betanken und so? Ja, also wir haben während der Testphase so 3 Teams. Wir haben die Tester, die Schrauber und die Entwickler. Die Tester kann man sich vorstellen, das sind die Renningenieure, die dann nachher das Fahrzeug setupen. Die Schrauber sind dann nachher dazu da, das Fahrzeug nachts zu reparieren, alles wieder soweit fix zu machen, dass es am nächsten Tag weitergeht mit Testen. Und genau die Konstellation haben wir auch auf dem Wettbewerb. Also wenn es ums Setup geht, haben wir die Tester. Wenn es ums Schrauben geht, ums Betanken, um den Reifenwechsel, haben wir dafür eben die sogenannten Schrauber. Jeder hat seine Aufgabe und jeder weiß genau, was er zu tun hat. Jetzt habe ich ja mich natürlich ein bisschen schlau gemacht über die Formula Student im Vorhinein. Es gibt ja aber nicht nur Wettbewerbe, die ums Fahren gehen. Ich glaube, es gibt 5 dynamische Wettbewerbe, es gibt 3 statische Wettbewerbe. Vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu sagen, um was es da geht bei diesen Wettbewerben. Ja, also die dynamischen Wettbewerbe sagen schon, da bewegt sich das Fahrzeug. Es gibt quasi ein Beschleunigungsrennen, es gibt ein Skidbed, wo man zweimal Rechtskreis, zweimal Linkskreis fährt. Es gibt aber genauso wie nachher in einem normalen Rennen so eine Art Qualifying, wo man Sprintrennen fährt. Das ist dann nachher für die Endurance-Strecke, also das Langstreckenrennen über 24 Kilometer mit einem Fahrerwechsel, dann die Reihenfolge vorgibt. Auf der anderen Seite gibt es die statischen Disziplinen, wo das Fahrzeug dann steht. Da geht es dann um das Know-how der Leute, um das Ganze dahinter. Wie zum Beispiel sind die Kosten des Fahrzeugs aufgeschlüsselt. Wir müssen von jedem Bauteil wissen, wie wird es gefertigt. Von jeder einzelnen Schraube? Eine Schraube ist natürlich, wir müssen natürlich immer entscheiden, ist make or buy, also kaufen wir eine Schraube oder fertigen wir die selbst. Und so müssen wir wissen, wie viel kostet jedes Teil, kaufen wir es, fertigen wir es. Auf der anderen Seite gibt es dann noch das Engineering Design, das auch viele Punkte gibt auf dem Wettbewerb. Das ist sehr interessant, weil man dann eben mit Experten aus der ganzen Welt, auch aus der Formel 1 oder aus anderen Rennserien diskutieren muss, auch alles natürlich auf Englisch. Die fragen einen dann über das Konzept des Fahrzeugs aus und dann muss ich dann eben den Fragen stellen und dann alles auch richtig beantworten. Und am Ende der Serie gibt es ja dann mit Sicherheit auch einen Gewinner. Ist da so ein Punktesystem dahinter? Muss man dann an bestimmten Wettbewerben auch teilgenommen haben? Wie gliedert sich das dann auf? Ja, also jeder Wettbewerb an sich hat 1000 Punkte und davon machen 625 Punkte die dynamischen Disziplinen aus und der Rest sind dann eben die statischen Disziplinen. Alles in allem gewinnt eben der am Ende die meisten Punkte hat.
Es gibt aber auch noch so eine übergreifende Weltrangliste, bedeutet, dort sind die letzten 6 Rennen, quasi, die man gefahren ist, bewertet. Und das Team, das die letzten 6 Rennen am erfolgreichsten abgeschlossen hat, mit der höchsten Punktzahl, das steht eben oben auf der Weltrangliste. 12 Rennen gibt es in dieser Serie im Jahr über, weltweit verteilt. Ja. Wisst ihr schon, an wie vielen Rennen ihr teilnehmen werdet und was so die ersten sind und auch die Highlights vielleicht für euch persönlich? Ja, natürlich. Also wir werden an 4 Wettbewerben dieses Jahr im Sommer teilnehmen. Jetzt in den nächsten Tagen wird erstmal hier der F12 sein letztes Rennen in Michigan in den USA bewerkstelligen. Wir werden damit darauf folgenden Jahr mit dem neuen Fahrzeug dort ebenfalls teilnehmen, wenn es möglich ist. Hängt natürlich immer davon ab, wie viel Geld danach zur Verfügung steht. Aber wir werden im Ende Juli in Ungarn dort beginnen. Danach geht es weiter nach Spielberg, also nach Österreich. Mhm. Daraufhin folgt eigentlich so das große Rennen in Hockenheim. Das ist eigentlich das größte Event aktuell in Europa, das wir endlich mal wieder gewinnen wollen. Was heißt endlich mal wieder gewinnen? Wann war das letzte Mal, weißt du es? Ja, das war im 11-7, also vor 6 Jahren. Okay. Seitdem haben wir durchgehend den 2. Platz gemacht. Letztes Jahr hatten wir leider einen Motorschaden und haben trotzdem noch den 3. Platz erreicht. Aber das ist so eigentlich dieses große Ziel, endlich mal wieder in Hockenheim Platz 1 zu sein. Und wir hoffen, dass wir das mit dem neuen Fahrzeug auf jeden Fall dann schaffen können. Das Potenzial hat es auf jeden Fall. Christian, dann drücken wir euch natürlich auch die Daumen. Ich würde Robin vielleicht noch mal ganz kurz zu uns bitten. Will ich ja nicht so einfach aus der Sendung werfen, Robin. Bedanke mich auf alle Fälle für die Zeit, die ihr euch genommen habt für uns. Wünsche euch viel Erfolg für die Saison und schraubt kräftig. Ich weiß, irgendwann ist das Rollout und bis dorthin soll das Fahrzeug fertig sein, ne? Genau. Also noch ein paar Stunden hier verbringen. Das war es auch leider schon wieder für heute von diesem Stadtgespräch. Ich hoffe, Sie haben auch ein bisschen Einblick bekommen in die studentische Arbeit hier an der Uni und wie viel Leidenschaft die Studenten hier in dieses Rennteam stecken. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, machen Sie es gut. Mhm.